Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Chavarim, liebe Freundinnen und Freunde des House of One. Im Namen der jüdischen Gemeinde zu Berlin begrüße ich Sie herzlich zum Abendsegen aus der Synagoge Sukkah Shalom im Rahmen der Grundsteinlegung des House of One. Gerade diese Zeiten, in denen Menschenfeindlichkeit, Hass, Hetze, Gewalt und Terror eine tägliche Bedrohung darstellen, machen deutlich, wie dringend wir das House of One benötigen. Ein Sakralhaus, unter dessen Dach sich Christen, Muslime und Juden zum friedvollen Gebet versammeln können, das aber zugleich Menschen aller Konfessionen einlädt und auch Menschen ohne Konfessionszugehörigkeit offensteht. Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen werden sich im House of One begegnen, sich kennenlernen, religiöse, weltanschauliche und politische Themen diskutieren, lernen, Toleranz zu üben und ihre Ressentiments und Vorurteile abzubauen. Nur durch Begegnung und Wissen über und voneinander kann sich ein Verständnis für die unterschiedlichen Sichten auf das Leben und auf Gott entwickeln. Akzeptanz, Respekt, Vertrauen, Frieden und Gerechtigkeit sind das Fundament, auf dem das House of One gebaut wird. Wort Mochotol,
Vecha, Vishnan Tamlevanecha, Vedi Bal Tabam, Beschäftig aber mit Hecha, Vlechtig aber der, Vushafucha, Uvukumecha, Ukshata Hamle, Ohot, Alja Decha, Veayule Totavot, Beinenecha, Uchtaftam Almesot Betecha, Uvihisharecha. Verehu venev gevurato, shipro verde hollishma, umechota, viratzon kiblu aleihem. Moshe uvene Yisrael, lechanu shira, besimcha hareba, nemrochu Mikamacha ba'elim Adonai, Mikamacha le'dam ba'kodesh, Nora tehilat ha'sefele. Malchot ha'rehu ba'nechem, bo'keh ha'yam nifnei Moshe, Baruch Adonai, Gabbai Israel. Amen. Geleite uns in Frieden zu, ewiger unser Gott, und lass uns zum Leben wieder aufstehen. Breite über uns das Zelt deines Friedens. Richte uns durch deinen guten Ratschluss. Hilf uns und deines Namens willen schütze uns. Lass von uns weichen, Seuche, Schwert, Hungersnot und Bedrückung. Im Schatten deiner Fittiche birg uns, denn du bist unser Retter und Hüter, ein gnädiger und barmherziger Gebieter bist du. Behüte unseren Ausgang, unseren Eintritt ins Leben und zum Frieden von nun an bis in Ewigkeit. Gelobt seist du, Ewiger, der du allzeit dein Volk Israel beschützt. Amen. Amen. Bechayichon uvyam bechon, uvechayedichol bet Yisrael. Ba'agalah uvizman karif, ve'imro amen, yeheshmera ba'mevora, le'olam olal me'almaya, יתברך וישתבח מפה ודומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו בריחו לילה מן כל בירתה משירתה תושפחת ולחם ותה דעמי ונענה ואמרו Amen. Fülle des Friedens, lege auf diese Welt, ewiger unser Gott. Mit diesen Worten des Abendgebetes endet in aller Regel ein jüdischer Abendgottesdienst. Wir bitten dich, ewiger unser Gott, lege diesen Frieden auf die ganze Welt. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen gemeinsam den Grundstein legen konnten, den Grundstein für ein Haus, in dem Juden, Christen und Muslime, jeder in seiner Tradition, jeder in seinem Bethaus und doch vereint unter einem Dach und mit einem gemeinsamen Zentrum der Begegnung, dass wir diesen Grundstein legen konnten und dass wir damit einen Schritt gehen in eine Zukunft, in der Respekt, gegenseitiger Respekt, Dialog und unsere gemeinsame Aufgabe, diese Schöpfung, in die wir alle hineingestellt sind, gemeinsam zu erhalten, voranzubringen. Möge dieser Grundstein bald aufwachsen zu einem
großen Haus, zu einem Haus des Friedens, von dem gute Ideen und friedliche Gedanken über die Stadt Berlin, über Deutschland, über Europa und die ganze Welt ausgehen mögen. So möge es sein, will er sein. Ken Yirazon Venomar. Amen. Yasse Shalom, Yasse Shalom, Shalom Aleinu ve'akol Israel.